Jo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zur Pokémon Kristall Edition. Wir befinden uns hier genau vor der Safari-Zone in Johto. Dort gehen wir allerdings nicht rein, weil wie ich das verstanden habe, gibt es da nichts Interessantes für uns und von daher Zeitverschwendung. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Wir sind ja auf dem Weg zu Mogelbaum. Und, ja. Ein Snubbull. Hut, Hut. Nein. Nein, 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 nein. Geraborn, du bist unsere Antwort auf Normal-Pokémon. Ach, das Snubbull ist eh geflohen. Okay. Dann. Ja. Ach nee, war ich da unten schon? Nur ein Snubbull. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Waren wir hier unten schon? Huch! Unser Ei schlüpft. Und es kommt raus ein P. Ja, ich wusste das jetzt schon. Und ja, schlechte Nachrichten für unser Magma. Wir nehmen wir nämlich kein Magma, denn es wird bestimmt, welches Pokémon in dem Kurios-Ei ist, wenn man es bekommt. Und ja, darauf habe ich ehrlich gesagt, ja, das haben wir vor ein paar Bart bekommen und von daher, wir kriegen unser Shiny Magma nicht. Stecken wir aufs Fahrrad hier. Oh, ein Abra. Naja. Ja, und das war natürlich auch noch eine Finte. Natürlich waren wir unten, aber ich suche unser nächstes Teammitglied hier dann. Was eigentlich, ja, hier sein sollte. Ja, wir sind auf der richtigen Route. Route 35. Da ist es auch! Fukano! Eigentlich mein liebstes Feuer-Pokémon, könnte man so sagen. Ah, wir schwächen es mal ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kein Volltreffer. Ich wollte aber unbedingt jetzt Hut Hut haben. Suchen wir uns noch eins. Suchen wir uns einfach noch eins. Diesmal lassen wir es zuerst einschlafen. Und dann schwächen. Ja, ich nehme euch mit auf diese Reise. Nicht so wie bei Scaraborn. Weil ich hoffe, dass wir es relativ schnell wiederfinden jetzt, Fukano. Ja, Fukano eigentlich. Fast sogar mein Lieblings-Pokémon, könnte man fast sagen, ja. Also Arcani Fukano. Die Entwicklungsreihe halt. Natürlich etwas schwierig an einer Stelle, weil du halt, du musst quasi alle Attacken, die Fukano und Arcani durch Levelaufstieg erlernen, die musst du Fukano beibringen, dass man Arcani kann eigentlich. Arcani kann zwar noch Attacken lernen, aber das bringt, also die Attacken, das ist, das bringt's nicht so richtig. Das ist halt vor allem. Ja, aber Fukano entwickelt sich ja durch Feuerstein, von daher kann man es ja sich entscheiden.
Und das ist bei vielen Pokémon, die sich durch, ja, Steine entwickeln, durch Entwicklungssteine, dass die dann Schwierigkeiten haben, noch Attacken zu erlernen, wenn es so ist. Ausnahmen dabei bilden die Evoli-Entwicklung, weil, ich meine, welche Feuer, Blitz, Wasser, das sind die einzigen Steine, durch die er sich entwickelt, ne? Das andere ist, ja gut, Levelaufstieg an dem Moos und Dingstein, Freundschaften und ja. Weißt du gar nicht, wie das heutzutage geklärt ist mit den... Ich hab's seitdem nicht wieder versucht. Also man brauchte... Ein Pokémon XY brauchte man, um es für die Nara zu entwickeln. Evoli brauchte man dann dieses Streichelspiel da. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Ich meine, es gab sowas ja seitdem immer. Zwar nicht genau in der Ausführung, aber... Naja. Gut, ich suche weiter und schalte euch dann wieder zu, wenn ich eins gefunden habe. Ja, gut. Ich hätte euch nicht wegschalten brauchen. 2 Schritte, das nächste Pokémon war's schon. Hat keine Wirkung. Na, das glaube ich nicht. Siehste? Das ist nämlich das, was ich letztens meinte. Zeigt keine Wirkung. Es ist einfach nur, es funktioniert jetzt nicht. So ist hier so ähnlich wie es schlägt fehl. Ja, schlaf bitte noch weiter. Haben wir überhaupt noch genug Pokébälle? Mal so gefragt. Gut, wir haben es geschwächt. Wir haben es eingeschlafen. Wir haben noch 3 Superbälle und 3 Pokébälle, also. Eins, zwei, drei, drin! Ah, Fukano wurde gefangen. Super, für Fukano wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Fukano, das Hunde-Pokémon, stößt es in seinem weiten Gebiet auf einen fremden Geruch, versucht es, den Eindringling zu vertreiben. Ja, und damit Fukano unten an den Rand. Leider nicht wie die anderen halt, ja, das passende Artwork, also mit dem Zeichenstil von damals. Man sieht ja schon einen Unterschied. Fukanos Artwork aus Generation 1 gefällt mir überhaupt nicht. Könnt ihr in meine Pokémon Gelb Let's Play auf dem Thumbnail zum passenden Part, wo wir Fukano begegnen. Könnt ihr das nachsehen, wie das Artwork aussieht? Es gefällt mir absolut nicht. Es macht dieses schöne Hunde-Pokémon zu so einem Clever. Also, so sieht es halt auch echt aus. So. Dann tauschen wir... Tauschen wir unser Pi, das wir nicht brauchen. Es ist ja nicht mal shiny. So eine Scheiße. So ein Mist, meine ich. Gegen unser Fukano. Fukano trägt ein Item? Nein, vor mir nicht. So. Heilen wir unsere Pokémon. Ja, wir haben 6 Pokémon dabei. Wir haben noch ein Pokémon dabei, das einen Brief trägt. Das sollen wir auf Route 36 abgeben. Werden wir dann tun. Da kommen wir als nächstes ziemlich hin. Fukano trägt ein Item. Habt ihr das richtig gesehen? Was hat es denn dabei? Wo steht es denn? Item. Brandbeere. Ja, ist wahrscheinlich gegen Feuerheilung, ne?
Haben wir irgendwelche Items dabei, die wir eigentlich unserem Pokémon gegengeben können? Klar, Heiler-Sachen und so. Aber keine tragbaren Items, ne? Sind ja auch nicht hier, das sind ja die Basis-Items. Das sind die VMs, Basis-Items, Ball-Items. Nein. Haben wir nicht. Gut. Fuka noch mal bitte nach vorne. Nein, das ist das Hapsi, was wir nicht tauschen mit Huthut. Leute, ich weiß. Huthut bräuchte wahrscheinlich nur noch ein Level oder so, um sich zu entwickeln. Aber ich will es dann natürlich auch auf Thumbnail packen. Und ja. Ich will nicht Fuka- zwei Mitglieder und ein Part auf Thumbnail packen. Sag mal, was kommt hier runter? Nur mal so. Nein, ist das nicht das nächste Team? Das interessiert mich einfach nur. Huthut. So, jetzt müsst ihr schlafen. Es ist tagsüber. Bis Brüller Glut. Ich kann natürlich jetzt auch nicht sehen, welches Level dieses Huthut ist. Guck mal, es hat so einen, es sieht so süß aus. Es ist Vulcano, es ist einfach süß. Natürlich entwickelt es dann zu einem großen, starken Arcani, wenn es dann soweit ist in... Ja, ich gebe zu, es ist... Bis dahin braucht es ein paar Level. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Also wenn ich die passende TM irgendwo krieg, okay, aber sonst... Abra. Kann dein Abra, war das auch der Teleport? Mal so gefragt. Ja, es kam Blitz. Okay, Genauigkeit sinkt durch Blitz. Das könnte nervig werden. Ah, es brennt. Suchen wir mal bis... Ja, doch. Biss macht doch einiges an Schaden. Ich sehe jetzt hier auch eine Unlichtattacke. Unlicht ist effektiv auf Psycho, ne? Nur mal gerade so gefragt. Bin mir gerade nicht so sicher. Schluckfee ist auch mal gut. Ja, das macht ordentlich an Schaden. Und da geht die Attacke auch schon daneben. Na toll. So stehen wir jetzt nur voreinander und unsere Attacken gehen daneben. Ich sehe hier wenig Spielraum. Alter, und das macht doch noch einfach weiter. Komm, Biss kann doch mal einmal jetzt zwischendurch mal. Sinkt nicht mehr, ja, ich merk's. Man ist ja zumindest schön. Das ist die einzige Attacke, die es kann. Blitz ist. So, was hast du noch? Ein Kadabra. Gut, Konfusion und das noch. Okay. Blitz hat funktioniert, aber wir wechseln raus. Zu Skadaborn. So, und Hornattacke soll's. Finish him. Super, super, super. Fukano reicht Level 14. Ja. Ich habe mich wohl bei dir.
was auch mal da stand. So. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Shigikanne benutzen? Ja! Guck mal, das ist die Shigikanne. Der merkwürdige Baum mag die Shigikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Der merkwürdige Baum ist... Lololo, ein Mogelbaum. Es ist ein Baum, warum mag der die Shigikanne denn nicht? Weil er ein Gesteins-Pokémon ist. Da gab es ja auch mal die Folge im Anime, wo... was ist es? Ich glaube, es ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, es ist ein Gesteins-Pokémon. Ja. Es ist ein Gesteins-Pokémon. Mimikry? Mogelbaum erlernt Rasierblatt. Kopfnuss. Okay, das hat nichts gebracht. Weil jetzt will ich Mogelbaum fangen. Also es kommt nicht in mein Team, ganz klar nicht, aber. Ach komm, wir versuchen's. Versuchen wir einen Pokéball einfach. Wir versuchen noch einen Superball, aber wenn das nicht klappt, ist es nur ums Haben willen. Naja. Ja, komm, mach halt alle. Mach jetzt alle, Lorblatt! So. Hier bist du der Bekannte? Hast du diesen letzten Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Okay, Team 08. Denn hier auf Route 36? Das ist der Zertrümmerer. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen, gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg, dann zertrümmer sie einfach. Bin ich denn hier auf Route 35 oder 36? Route 36. Du bist verschwunden. Ach, der Baum war wirklich kein gutes Pokémon. Ah ne, der ist hier hinten irgendwo, ne? Der Kumpel von dem einen. Der nur rumlungert. Tipp für Trainer, setze den Schaufler ein, um an den Eingang eines Ortes zurückzugelangen. Das ist sehr nützlich beim Erkunden von Höhlen und anderen Umgebungen. Richtig, aber den haben wir noch nicht. Und, ja. Ja, das soll es auf jeden Fall für diesen Part gewesen sein. Lasst einen Daumen nach oben da und, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, würde mich freuen. Bis dann und ciao.